Heute ist Dienstag, der 1. Dezember 2020. Und ich knüpfe mir Wolfgang Wodak und den Rechtsanwalt Rainer Füllmich vor. Denn diese Herren wollen den Volksverpetzer verklagen wegen Unterlassung, Widerruf und Schadensersatz. Ich finde solch eine Klage beknackt und bin davon überzeugt, dass sie für die Katz ist. Herr Dr. Wodak, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der viele, die auch nicht Mediziner sind, die nicht Wissenschaftler sind, sondern einfach Otto-Normalbürger mit einem gesunden Menschenverstand, denen die Frage in den Kopf kommt, wie kann das alles, was Sie hier gerade beschreiben, wir gehen noch ins Detail, in einem Land wie Deutschland passieren, das doch von sich behauptet, ein Land der Dichter und vor allem der Denker zu sein. Wie geht dieses unwissenschaftliche Tun seit Monaten? Wie funktioniert das? Das unwissenschaftliche Tun begann mit dem Verschwörungsonkel Ken Jebsen, von dem sich Michael Ballweg Anfang April schon verarschen ließ. Darum entstand im Land der Dichter und Denker eine absurde Minderheit von querdenkenden Lehrdenkern, die ihrer Natur nach eher Nichtdenker sind. Seit Monaten versuche ich ja darüber zu sprechen und das aufzuklären. Irren ist menschlich. Wir suchen nach Coronaviren, die es mal in Wuhan gegeben hat, die angeblich gefährlich gewesen sein sollen. In Wuhan sind natürlich welche gestorben. Ich meine, sterben tun die Menschen auf den Intensivstationen auf der ganzen Welt. Auch an Lungenentzündungen, an gefährlichen Viren auch. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Und wenn man entsprechend gefährdet ist, dann findet man in jeder Großstadt findet man Leute, die an Viruspneumonien sterben. Wodak spricht von einem Wuhan-Virus, der gefährlich gewesen sein soll. Mit dieser Aussage befindet er sich schon im ignoranten Modus, weil er nicht explizit vom SARS-CoV-2 redet, sondern von irgendwelchen Coronaviren, die man in China gesucht hat. Er bestreitet die Gefährlichkeit des SARS-2-Virus, indem er zwar richtig sagt, Menschen sterben auch an anderen Viren, die die Lunge angreifen, allerdings ignoriert Wodak, dass nur SARS-CoV-2 eben die Ursache für die jetzige Pandemie ist. Solche Aussagen traf er auch schon im März, aber dass er nun in dem Interview mit Ken Jebsen am 20. November immer noch auf dieser Meinung beharrt, zeigt, dass wie er die aktuelle Forschung um SARS-CoV-2 offenbar total ignoriert oder ganz bewusst unterschlägt. Also der PCR-Test sagt nichts über eine Infektion. Irren ist menschlich. Ich schätze Herrn Ioannidis sehr, der ja ganz tolle Studien gemacht hat. Sie sind auch in Kontakt? Ja, der unheimlich kritisch ist. Ich kenne ihn aus Freiburg, wo wir Tagungen gehabt haben, wo er auch vorgetragen hat. Und habe jetzt mit ihm einen E-Mail-Austausch. Aber es ist so, dass auch selbst da, wenn er hat jetzt geforscht, wie hoch die Letalität von Corona-Infektionen ist und hat das versucht, dadurch, dass er Antikörperstudien genommen hat, wo man nachgeguckt hat, wo Coronaviren wirklich krank gemacht haben und hat dann die Letalitäten sich angeguckt. Und hat dann festgestellt, dass dies wohl ungefähr so gleiche, Opferzahlen hat wie eine normale Grippe. Anhand vieler Quellen hat der Volksverpetzer dargelegt, worin sich Ioannidis geirrt hat. Auf diese Einzelheiten möchte ich gar nicht eingehen
und verweise auf die lohnende Lektüre dieses Faktenchecks. Ich empfehle insbesondere deswegen den Volksverpetzer, weil sich Wodak von diesem Faktenchecker angepisst fühlt. Nun will dieser Doktor gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Rainer Fühlmich diesen Faktenchecker auf 250.000 Euro Schadensersatz verklagen. Wegen Rufschädigung oder sowas. Das zweite, was ich erwähnen möchte, ist, ich kenne keinen Faktenchecker, der Wodak oder Füllmilch als wissenschaftliche Quelle benutzt. Wodak ist allgemein unten durch. Das hat er selbst mit seinen unqualifizierten Aussagen bewirkt. Er kann sich gerne selbst anklagen. Was nun die Studie von Ioannidis betrifft, da möchte ich mit einem Missverständnis aufräumen. Nur weil diese Studie in einem Bulletin der WHO erschienen ist, bedeutet das nicht, dass diese Studie die Meinung der Weltgesundheitsorganisation widerspiegelt. Darauf hat die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich verwiesen. Die Studien, die dort erscheinen, spiegeln die Ansichten der Wissenschaftler wider, weiter nichts. Trotzdem verbreiten Querdenker den Irrtum, weil sie damit ihre Lüge von der vermeintlichen Harmlosigkeit des Virus untermauern wollen. In einem Rundumschlag gegen Wissenschaftsverleugner erwähnte der Volksverpetzer schon am 20. März 2020 Wolfgang Wodak. Ich möchte euch kurz einige Quellen vorstellen, die der Volksverpetzer damals unter anderem auch verwendete. Einige Beiträge vom 18. und 19. März. Da war zum Beispiel der Faktenfinder von Tagesschau.de schon am Ball. Der Wodak argumentiert nämlich, ja, die Coronaviren habe es doch immer schon gegeben und würden regelmäßig mutieren. Und darum sei es doch nicht überraschend, dass nun eine neue Variante auftrete und diese müsste nun also nicht unbedingt gefährlich sein. Damals im März hätte Wodak schon wissen können, dass in Wuhan und auch in Italien Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen waren. Und das ignoriert er aber mit einem Schulterzucken. Heute macht er das genauso. Der Tagesspiegel berichtet, Wodak verbreitet Thesen, die wichtige Tatsachen ignorieren, und dann noch korrektiv.org, warum die Aussagen von Wolfgang Wodak wenig mit Wissenschaft zu tun haben. Auch die Welt, ja, sie schrieb, was Virologe Drosten nun von den wirren Corona-Aussagen dieses Lungenarztes hält. Und Drosten sagte, es gäbe 4 Coronaviren in der menschlichen Bevölkerung. Die sind endemisch, also saisonal. Sie kommen vor allem dann vor, wenn Grippezeit ist. Die haben aber mit dem neuen Coronavirus nichts zu tun. Und außerdem hat das SARS-CoV-2 eben diese Pandemie entwickelt. Wenn wir nichts dagegen tun, wird es eine Infektionswelle geben. Und dann hat Deutschland eben durch die Lockdown-Maßnahmen diese Infektionswelle abgebremst, sodass wir das Schlimmste verhindert haben. Zu guter Letzt MDR Wissen,
Faktencheck. Sind die Maßnahmen gegen Corona übertrieben? Nein, sie sind eben nicht übertrieben. Irren ist menschlich. Können ihren Hund und ihre Katze gegen Corona impfen lassen? Auch die Schweine und die Rinder können gegen Corona geimpft werden. Und da ist es nur so, die Spätwirkungen bei der Impfung, bei den Tierärzten, die sind schwer zu beobachten. Das handelt sich ja um Schlachtvieh. Das interessiert kein Schwein. Dass die in riesige in Hallen und in Konzertsäle zum Massenimpfung von irgendwelchen Laien, die man angeheuert hat, ohne ärztliche Präsenz, dass da Massenimpfungen gemacht werden mit diesem Impfstoff, den keiner kennt. Es ist ein Wahnsinn. Der Lungenarzt Wolfgang Wodak erzählt nun von den geplanten Impfzentren und behauptet, dass diese angeblich von Laien und ohne Ärzte betrieben würden. Aber man braucht ja nur mal ein bisschen googeln, um festzustellen, dass Wodak lügt. Denn in diesen Impfzentren werden pharmazeutisch-technische Assistenten arbeiten, Medizinpersonal und natürlich auch Ärzte. Wodak sagt dann, den Impfstoff kenne niemand, aber er erlaubt sich, wegen dem mRNA-Impfstoff Panikmache zu betreiben, obwohl er als Lungenarzt und Sozialmediziner niemals an irgendeiner Impfstoffherstellung beteiligt gewesen war. Wodak konnte auch nicht zwischen einem Postboten und einem Psychiater unterscheiden. Im Jahr 1982 erschlich sich der Hochstapler Gerd Postel unter dem Pseudonym Dr. Med. Dr. Phil Clemens Bartholdy in Flensburg die Stelle eines stellvertretenden Amtsleiters. Damals war Wolfgang Wodak Leiter dieses Gesundheitsamtes. Und Wodak verhalf dem Postboten Postel zu diesem Posten. Kommen wir nun zum Rechtsanwalt Füllmich. Er verklagt den Volksverpetzer auf Unterlassung, Widerruf und für eine Viertelmillion Euro Schadensersatz. Also von einem Faktenchecker, der nur ehrenamtlich arbeitet. Das ist interessant. So viel Geld. Wenn man in unserem Land öffentlich lügen darf und öffentlich Falschinformationen verbreiten darf, dann darf man diese Lügen oder Falschinformationen auch öffentlich widerlegen. Nichts anderes tut der Volksverpetzer in vorbildlicher Weise. Ja, das nennt man dann eben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder wie ihr das nennen wollt. Dieser Volksverpetzer, der veröffentlichte ja auch einen Beitrag zu Vollmilch, in dem aufgezeigt wird, dass sich dieser Jurist, der also den Volksverpetzer verklagen will, nur altbekannte Corona-Lügen und Verschwörungsmythen verbreitet. Also irgendwie finde ich diese ganze Aktion mit Wodak und Vollmilch, naja, an den Haaren herbeigezogen. Ende März, habe ich dann gesehen, wurde in Deutschland der Lockdown verhängt, welcher, das konnte ich kaum glauben, gleichzeitig mit einem Schlag alle wesentlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. Das hat mich als Jurist natürlich besonders betroffen gemacht. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen sollte und habe deshalb meinen Freund Wolfgang Wodak angerufen.
hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Aber wenn man sich die gesetzlichen Grundlagen anschaut, das ist im Endeffekt so, es gäbe ein neues Ermächtigungsgesetz. Also, Sie haben sich beim Corona-Ausschuss zusammengeführt. Was kann der Corona-Ausschuss bewirken? Möglichst viele Fakten aus der anderen Seite ans Licht zu bringen, festzustellen, so wie das nach meiner festen Überzeugung, die anderen sind da nicht alle meiner Meinung, aber nach meiner festen Überzeugung geschehen ist, festzustellen, dass diese PCR-Tests nichts taugen. Das Zweite, da findet noch eine Sitzung statt, ist, wie hoch ist die Gefährlichkeit dieses Virus wirklich? Da gibt es Studien in Kalifornien, die sagen, dass die Letalität knapp unterhalb der normalen Grippe liegt. Was soll man dazu eigentlich noch sagen? Im Rahmen unserer Arbeit bei ADUR müssen wir Zweifel daran haben, dass die deutschen Gerichte unabhängig genug sind, insbesondere wenn der Richter gegen seinen eigenen Dienstherrn, das Land oder den Bund entscheiden muss. Früher SPD und Grüne immer auf einen Schlag gewählt, zwischendrin auch mal andere, aber im Moment weiß man nicht, wer da politisch überhaupt noch eine Rolle spielen könnte in der näheren Zukunft. Ne? Ich habe es nicht begriffen. Wie kann das sein? Wie kann man einen derartigen Scheiß bauen? Das Jurist. Wie demokratisch ist Deutschland noch? Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir schlimmer sind als das, was wir vorher in der Türkei und in Ungarn so beklagt haben. Thank you.